So, ich glaube, ich gehe erstmal drüben bei der Bibliothek schauen, ob der Schlüssel vielleicht dazu passt. So, ich gehe schon mal hin. Streichholz kann ich auch unterwegs anzünden. Ah. Sehr gut. Es kann sein, dass ich jetzt ein oder zwei Tagebucheinträge nicht habe, die ich vorher hatte. Aber naja. Nicht vergessen, die Schatten halten sich von elektrischem Licht fern. Heute Nacht hat einer von Mutters Schatten mich in der Bibliothek erwischt. Noch am Tag hatte ich einige elektrische Leitungen repariert, die seit Jahren nicht funktioniert hatten. Panisch schaltete ich das Licht an und der Schatten verschwand mit einem Schrei. Elektrisches Licht tötet sie. Gut zu wissen. Und ich würde sagen, dann sollte unser erster Gedanke mal sein, den Lichtschalter zu finden. Denn wir sind in der Bibliothek. Och, Alte, bleib weg von mir. Bleib weg. Ich gehe ja schon. Lass mich doch in Ruhe. Oh, lass es bitte hell. Junge, du darfst das Streichholz auch anbehalten. So, also wie gesagt, wir schauen erstmal nach Licht. Umschauen können wir uns dann später noch. Halt, war ja gerade ein Schalter. Oh nein, ein Messer. Im Gesicht von Margaret, glaube ich. Auch wenn es verstörend war, das Messer musste eine Rolle in dieser Tragödie spielen. Scheint wohl so. Ach nein, Maria? Okay, es ist doch nicht die, die ich dachte. Es war eindeutig keine Kunst. Nur die Fantasie eines Mörders. Okay. Das könnten auch die impulsiven Gedanken eines Künstlers sein. Ja bitte. Oh! Warum mache ich auch jeden auf, der klopft? Entschuldigung. Ich wollte ja nicht stören. Aber du hast geklopft, dann mache ich auch die Tür auf. Wo haben wir denn jetzt hier den Lichtschalter, Mensch? Bin ich bloß blind oder ist der so schwer zu finden? Meine Güte. Diese Frau. Die ist doch ätzend. Ich finde keinen Lichtschalter hier. Ich finde echt keinen Lichtschalter. Nächstes Streichholz. Es wird langsam knapp, wenn wir so weitermachen, glaube ich. Naja, im Notfall laden wir einfach nochmal neu. Ich meine, wir haben ja jetzt noch nichts weiter gemacht hier, was irgendwie Fortschritt wäre, was man so nennen könnte. Ich weiß nicht. Ah, ich dachte es mir gerade. Ach nein. Da suchst du ewig nach einem Schalter und dann hat er nicht mal eine Wirkung. Gründe für die Krise, 18. Oktober 32. Die momentane Krise ist eine Krankheit des Kapitalismus, durch Spekulationen wie eine blinde Idiotie aus drei Sünden. Gier. Der Wohlstand des Ersten Weltkriegs wurde seit 1918 eifersüchtig in den Tresoren derer bewahrt, die auch vorher schon wohlhabend waren. Und er brachte weder der Wirtschaft noch den Normalbürgern etwas. Fehlende Erfahrung. Eine schwache Wirtschaftsbilanz wurde zertrümmert durch die restriktiven Politiken der Bundesbank, die noch zu jung und widerwillig war, mutige Schritte einzuleiten. Angst. Da sie den Banken kein Geld mehr zur Verfügung stellte, um die Ausgaben anzukurbeln, stand die Bundesbank am Anfang der Finanzkrise, die die Leute dazu veranlasste, ihr Geld von den Banken abzuheben, was schließlich das gesamte System in die Knie zwang. Durch diese Wunden sollte das System scheitern. Der Zusammenbruch stand bevor. Es sollte nicht dazu kommen. Man hätte ihn vermeiden können. Falls jemand den Mut gehabt hätte, sich den Männern zu stellen, die ganz Amerika ausnahmen. Die Leute sollten Mr. Hoover fragen, wo er war, als der Kahn langsam, aber sicher sank. Tja, gerade Amerika, aber auch andere große Länder sind immer in der Hand derer, die das Geld haben und die sind meistens nicht allzu altruistisch. Mein Bein tat weh, es war besser, es zu schonen. Och nee. Bist du ein bisschen faul? Oh, Stecker. Steck rein. Geht dann das Licht? Ich glaube, wir sollten schnellstens mal probieren, das Licht wieder anzuwerfen. Einfach mal dem Kabel folgen. Denn das Kabel führt zufälligerweise
Ach ne, hier rüber führt das. Aber wir haben zumindest ein bisschen Licht, auch wenn das jetzt nicht so ultra hilfreich aussieht. Gibt's hier irgendwas? Nee, aber können wir die Lampe vielleicht verstellen? Geht das? Oh ja. Tatsächlich. Irina, ist das irgendwie wichtig? Ich weiß es gar nicht. Virginia, hier hängen viele Frauen rum. Wir gehen mal auf die. Ich weiß gar nicht. Es ist auf jeden Fall ein Rätsel, das ist klar. Dieser Spalt stammt von etwas Scharfem. Ich brauche so ein Werkzeug. Na gut, dann gehen wir mal das Messer von nebenan holen. Oder den Dolch. Mal sehen, was passiert. Oh. Geometrische Symbole? Von diesen Formen bekam ich Kopfschmerzen. Ja, das sieht auch aus wie irgendwas Ungesundes. So, jetzt kannst du das Messer nehmen? Nee, ich kann es nicht nehmen. Okay, vielleicht müssen wir noch zusätzliche Messer finden, die wir dann reinrammen können. Das kann auch sein. Nicht vergessen, sie belästigt mich. Ihre Stimme belästigt mich, beschuldigt und beleidigt mich, da ich nicht der Nachkomme war, den sie unbedingt wollte. Die verstorbene Margaret ist noch verletzender. Und da ich ihr Sohn bin, hatte sie immer die Schlüssel zu meinem Verstand. Ich bin verzweifelt. Wie soll ich nur eine Verstorbene kontrollieren? Schwierig, schwierig, gebe ich zu. So, was haben wir denn hier noch? Diese zerschnittenen Porträts waren nicht meine Lieblingsdekoration. So, ich glaube, ich werde gleich noch mal in ein anderes Zimmer gehen müssen. Das Mondlicht leuchtete hinter diesen Vorhängen, um ein paar Streichhölzer zu holen. Kann das sein? Der Mond! Ich hätte sein Licht hier gebraucht. Oh ja. Das hatten wir schon. Ja, das ist schön, dass du alles repariert hast, aber irgendwie geht's jetzt nicht mehr. Ärgerlicherweise. Verdammtes Haus. Das hatten wir schon. Okay. Ich bin mir nicht mehr mit allem so hundertprozentig sicher, ob wir es wirklich schon hatten. Ja, ich gehe ja schon. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihre Ruhe störe. Hat sie eigentlich auch... Nee, sie hat nicht so ein... so ein Schlitz im Kopf, ne? Sie wurde noch nicht gemessert. Doch. Wurde sie auch. Dieser Spalt stammt von etwas Scharfem, ich brauche so ein Werkzeug. Ein seltsames, nostalgisches Gefühl überkam mich, als ich diesen Blick ansah. Okay. Wir haben drei Frauen und brauchen noch irgendwoher zwei weitere Dolche. William Vespers Tagebuch, Auszug 1, 18. Juni 32. In der Alchemie heißt die zweite von vier Phasen, die zur Inkarnation des Geistes im großen Werk, dem Stein der Weisen, führt. Im großen Werk? Tatsächlich. Naja. Weißung heißt sie. Albedo Leukosis. Während dieser Phase reinigt der Alchemist die Materie, die er jahrelang aufgelöst und verkohlt hat, in einem neuen Zyklus mit Wasser, das er dreimal destilliert hat. Dies ist die Zeit des Mondes und die Reinigung der Materie durch die Weiblichkeit. Das Wasser der Alchemisten heißt Alkahest, das Universallösungsmittel, das Elixier der Langlebigkeit, die das kleine Werk abschließt. Trotz meiner Forschungen war ich nicht in der Lage, reines Alkahest zu bekommen. Es gibt kein Alkahest, muss man dazu sagen. Es gibt kein ultimatives Lösungsmittel. Es könnte das ultimative Heilmittel sein, das Elixier, das mein Leben rettet. Die Ewigkeit ist mir vollkommen egal. Ich will nur meinen Frieden. Ich habe Materialien mitgebracht. Heute Nacht beginne ich meinen Weg zum großen Werk. Ich hoffe, die Albedo zu erreichen. Aber dieser Pfad ist sehr lang und sehr dunkel. Oh Mann, fängst du auch mal mit Alchemie an, mit okkultem Kram. Deswegen steht ja wahrscheinlich auch dieses Bild rum. Sieht ja sehr okkult aus. Drei Gräber, drei Namen. Maria, Irina und Virginia. Wir brauchen Dolche, wir müssen sie erstechen. So viel ist klar, die Frage ist, wo kriegen wir sie her? Margarets Tagebuch, Auszug 1. 8. Dezember 1895. Es ist 4 Uhr morgens und ich kann nicht schlafen. Vater schreit noch immer in seinem Zimmer. Seit seine Lieferfirma schloss, wurden seine Schulden immer schlimmer.
Und seine Panikanfälle auch. Nachts klingt er fast wie ein wildes Tier. Es heißt, etwas in seinem Blut würde ihn verrückt machen. Es läge in der Familie. Es habe mit den Kindern zu tun. Ich verstehe das nicht. Mutter will es mir nicht erklären. Sarah auch nicht. Die könnten mich schlagen, sagt sie. Wir reden nicht über diese Dinge in deinem Haus. Ich habe gedroht, dass ich sie schlage. Ich habe sie angebrüllt, aber sie hat nichts gesagt. Sie behandeln mich wie ein Kleinkind. Ich bin 15, ich bin eine Venta Cross, eine Bostoner Brahmanin. Ich habe ein Rechtes zu erfahren, wenn es um meine Familie geht. Okay, scheint also eine Art Familienfluch zu sein, der auf ihr lastet. Damals war sie ja noch normal, ne? So wie es scheint. Margarets Tagebuch, Auszug 2, 12. Dezember 1895. Er soll aufhören! Gott, ist das noch mein Vater? Wenn doch alles wie früher wäre. Als er zum Jahrmarkt ging, zu den Rennen. Als er mir die Namen der Pferde nannte, die er so gut kannte. Als er mich wetten ließ und mich dann auslachte, weil ich verloren habe. Ich möchte, dass er mir mehr über unsere Familie erzählt. Über Kenneth Cross' Tapferkeit, als er gegen die englischen Soldaten bei der Tea Party kämpfte. Über Onkel Hardy, den Kapitän eines Kriegsschiffes der Union im Kampf gegen die Sklaverei. Über den Senator und Dichter Douglas Venter. Über Tom Kenstone, Mitglied der American Academy of Arts and Sciences. Alles großartige Männer, Ritter, Intellektuelle, ruhmreiche Mitglieder der Venter Cross Familie. Aber was werden die Leute über meinen Vater sagen? Tja, wahrscheinlich konnte er ja nichts dafür, so wie das klingt, ne? Oh, was haben wir denn da? Ein Schädel und ein Dolch. Wer auch immer das war, hatte eindeutig massive Probleme mit Frauen. Den Dolch nehmen wir an uns, wir brauchen noch einen zweiten irgendwoher. Nicht vergessen, die Schatten bewegen sich. Mutter, oder sollte ich sagen, was von ihr übrig ist, scheint sich mit der Zeit zu entwickeln. Zuerst war sie vollkommen statisch, als wäre sie in ihrem eigenen Albtraum gefangen. Jetzt bewegt sie sich durch das Haus, wie sie es getan hat, als sie blind war, bevor sie starb. Margaret wartet hinter den Türen, wo sie in obszönen und perversen Posen innehält, die ihr kranker Verstand ihr einredet. Ich kann mich nicht bewegen, ohne ihre Klauen zu fürchten. Oh Mann. Nein, 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 bitte mach mir Licht. Ich will Licht haben. William Vespers Tagebuch, Auszug 3. 10. März 1935. Die Knochenfragmente und die Waffen, die Rivera an der mexikanischen Ausgrabungsstätte von Teotihuacan gefunden hat, sind endlich hier. Er hat sein Wort gehalten, aber es kommt mich auch teuer zu stehen. Die mesoamerikanischen Pyramiden dieser Städte gehören zu den größten der Region, obwohl sie bereits 200 Jahre vor Christus errichtet wurden. Die menschlichen Überreste, die unter der Pyramide des Mondes gefunden wurden, bestätigen meine Theorien. Diese Leichen sind sehr wahrscheinlich geopfert worden. Rivera sagt mir, er habe mindestens 4 von ihnen mit hinter dem Rücken gefesselten Armen gefunden. Sie wurden der großen Gottheit von Teotihuacan geopfert. Eine große Ehre. Das Messer ist sehr gut erhalten. Seit ich es geschärft habe, scheint es wieder bereit zu sein, der Gottheit zu dienen. Ich muss die Riten der Tötungszeremonie studieren. Ich bitte darum, dass mir die Leichen geschickt werden. Okay. Oh shit, ich sollte nicht so weit hier rüber gehen. Das Problem ist, wo kriege ich jetzt meinen zweiten Dolch her? Wir brauchen einen zweiten Dolch. Aber ich würde sagen, wir bringen erstmal den ersten an. So, rein damit. Ich musste das Streichholz wegwerfen, ich brauche beide Hände. Ja, das ist... Dann mach das halt. Lösch es. Wenn es nichts nützt... Dann löscht das Streichholz bitte. Typ, magst du das Streichholz löschen? Nee, er mag es nicht löschen. Ich dachte, wenn ich nochmal Enter drücke, dann löscht er es. Aber er will es nicht machen. Na gut, dann warten wir halt, bis es abgebrannt ist. Und solange... Da hat sich's auch schon ausgebrannt, okay. Ich weiß nicht, wozu du jetzt zwei Hände brauchst, um den Dolch da rein zu rammen, aber gut, wenn du meinst. Tu es. Denk nicht nach, sagt die Stimme in meinem Kopf. Steck es rein. That's what she said. Das Steck es rein. Okay, damit haben wir den schon mal.
Brauchen noch einen Dolch für eine Frau. Können aber erstmal die Lampe rumdrehen auf Virginia, die letzte, die noch einen Dolch kriegen muss. Ich würde sagen, erstmal gehen wir aber wieder raus aus der Bibliothek und sammeln Streichhölzer. Hier gab es noch welche, ne? So, da sind wir schon mal wieder bei 7 von 12. Das ist doch schon ganz praktisch. Okay. Ich traue mich gar nicht hier drüben rein mehr, weil die Alte ja dort sitzt. Jetzt, wo ich das weiß, behagt mir das nicht sonderlich, muss ich zugeben. So, erstmal speichern. Ich könnte doch... Hier sind ja auch noch Streichhölzer. Die könnte ich natürlich auch noch holen, aber ich speichere lieber vorher erstmal. Denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn wir zu lange in der Dunkelheit bleiben. Und ich will jetzt nicht unbedingt hier schon ein Streichholz anmachen. Das geht ja alles von unserer Zeit ab, die wir das nutzen können dann. So, okay, damit sind wir wieder voll. Wir haben ja hier noch ganz gute Vorräte, stelle ich fest. Warte mal, was ist denn das hier eigentlich? Gibt das schon in der Dunkelheit? Nein. Okay, das war bloß das zu den Sesseln. Man muss ja mal schauen. Ab und zu entgeht einem ja doch mal was. So, dann würde ich sagen, trauen wir uns noch mal rein, wa? In den Augen des alten Mannes konnte man Weisheit und Traurigkeit erkennen. So, das war Margaret. Das hatten wir ja schon. Margaret und Henry, genau. So, jetzt diesmal ohne, dass sie kommt. Ja, das konnten wir noch anschauen, ne? Das war nicht das Problem. Sie ist dann erst hier drüben irgendwo. Ja, da steht sie auch schon wieder. Ich meide sie dann mal. Wo bin ich? Ach, hier gibt's einen Durchgang. Gut zu wissen. Margarets Tagebuch, Auszug 19. Das kennen wir schon. Waren wir hier schon? Ach ja, stimmt, hier war ich schon mal. Ja, ja, ist ja gut. Ich lass dich ja schon. Die Frau ist nervig wie Sau. Okay, dort kommen wir nicht weiter. Wir müssen es also versuchen, irgendwo den zweiten Dolch zu finden, der wahrscheinlich dann auch in der Bibliothek ist. Okay, hier ändert sich nichts. Na gut. Ich speichere nochmal hier drüben. Damit wir es nicht so weit haben, wenn wir sterben. Auch wenn ich dabei jetzt ein Streichholz verschwendet habe. Ja, was heißt verschwendet? Ich habe es ja nicht wirklich verschwendet, sondern ich habe mich nochmal dort umgesehen. Habe ich eigentlich dieses... Ich muss mich nochmal kurz hier umschauen. Das hatten wir, ne? Ja, das hatten wir. Und dieses Tagebuch hier drüben. Oder dieses Buch. Ach, das kann man gar nicht anschauen. Okay. So, na dann. Gehen wir mal wieder rüber. Komm, Beeilung ein bisschen. Ich gehe gleich mal durch die Dunkelheit und schleppe mich erstmal hier ins Licht rein. So, das Problem ist, ich verliere hier immer die Orientierung, dadurch, dass es so finster ist, dass ich nicht mehr weiß, in welchen Räumen ich jetzt schon war und in welchen nicht. Beziehungsweise in welchen Gängen ich schon war und in welchen nicht. Wir probieren es mal hier. War ja auf jeden Fall schon mal, aber... Können wir eigentlich jetzt in den Raum nebenan gehen? Oder ist immer noch die Alte hier? Ja, sie ist immer noch da. Ich gehe doch schon. Lass dich nicht stören von mir. So, der Stecker nebenan, der steckt. Okay. Halt. Oh, dankeschön. Elektrizität wurde zu einem sehr guten Freund, der sich rar machte. Oh, wunderbar. Da war also des Rätsels Lösung. Der Besitzer hatte sich mit Kisten und Büchern, mit Büchern beliefern lassen. Okay. Okay, ich dachte, das war noch die alte Nachricht von vorher. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die mein Leben retten könnte. Elektrisches Licht tötete die Geister. Konnte der Tod selbst sterben? Auch wenn meine Gedanken noch ziemlich verwirrt waren, hatte das Symbol doch eine Wirkung auf mich.
Diese Art von Symbolen, esoterisch, alchemistisch, reichte aus, um das Blut in den Adern gefrieren zu lassen. Okay, das Bild von Margaret kennen wir. Irina, Virginia und Maria. Drei Gemälde, drei Frauenporträts. Jemand hatte eine Klinge als Dekoration hinzugefügt und so ein finsteres, jedoch vielleicht bedeutungsschweres Bildnis erstellt. Okay, haben wir sonst noch was hier oben, was wir noch nicht gelesen haben? Das Geschenk kennen wir, das hatte ich jetzt bloß noch nicht angeschaut, weil ich ja nachgespielt hatte. Okay, hier oben fehlen noch Nachrichten, das ist schade. Der Schuh einer Frau lag auf dem Boden im Korridor. Ich wollte ihn lieber nicht berühren. Ich spürte eine Art Höllenqual. Das war ja in dem Zimmer, in dem wir vorhin niedergestreckt wurden, sozusagen. So, das kennen wir auch. Nur, dass wir halt nichts vergessen haben, hier anzuschauen. Bier? Wo kommt das denn her? Entweder liebt man es oder man hasst es. Oder man hat niemals Bier getrunken. Hätten Sie gewusst, dass die Kosten sämtlicher neuen Jobs nach dem Civilian Conservation Corps Program im Rahmen von Roosevelts New Deal allein durch die Steuern auf Bier finanziert werden konnten? Mehr als 328 Millionen Dollar. Die Biersteuern belaufen sich täglich auf fast 1 Million Dollar. Bier steht für 1 Million Jobs für Sie, Ihre Nachbarn und Freunde. Bierproduzenten wissen, dass sie den Wohlstand anbieten. Aber gleichzeitig soll Bier für alle sicher sein. Mäßiger Konsum. Und die Zukunft, Ihre wie unsere, wird florierend sein. Bier ist Ihr Produkt und es ist Ihre Zukunft. Naja. Wurde wahrscheinlich von Bierproduzenten geschrieben, das Ganze.